Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Im letzten Part sind wir hier in Bad Elysium stehen geblieben. Und im heutigen Part möchten wir unser VIP-Ticket, das wir gewonnen haben, hier unten benutzen, um zur geheimen Farbquelle zu kommen. Weil Bowser Jr. hat im letzten Stream seine Farbe verloren. Und ja, die möchte er gerne wieder haben. Wegen Raid. Achso, ja, wow, Benny. Haha, bist du witzig. Oh Mann. So, ja, bitteschön. Ja, hier hast du mein VIP-Ticket. Aha, ich danke Ihnen. Wünsche einen angenehmen VIP-Aufenthalt. Moin, Malle. Was geht ab? Ich hoffe, dir geht's gut. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Komplettierung eures Stempelkärtchens. Damit dürft ihr nun zum Quell der frischen Farben. Folgt einfach den Schildern und Vorsicht vor dem Dampf. So. Wie im letzten Stream schon erwähnt, hier gab es ja den Glitch im originalen Spiel, dass man Quell der frischen Farben, nice. Vor allem im originalen Spiel. Also halt, inzwischen gefixt haben, dass man sich halt hier softloggen konnte, wenn man den Bereich hier verlassen hat, bevor man hier alles gemacht hat. Wow, geil, jetzt habe ich da Fuzzy getroffen. Komm mal her. Nice. Können wir einfach so kaputt hauen. Ich weiß gar nicht, der müsste aber schon gefixt sein, oder? Ich glaube, wir haben das VIP-Ticket noch dabei, oder? Nee, das ist weg. Okay, dann haben sie es wahrscheinlich so gefixt, dass der Toad einen nicht mal danach fragt, schätze ich mal. Ich weiß es halt nicht. Oder vielleicht wurde noch gar nicht gefixt, der Bug, ich weiß es nicht. Aber müsste eigentlich. Wie auch immer. So, was habt ihr heute den lieben langen Tag so Schönes gemacht? Hoffe doch, ihr habt eure Zeit sinnvoll verbracht. Ich auf jeden Fall, ich habe euch für meine Klausur weitergelernt. Und ich habe mir mal was angefertigt, was ich eigentlich schon vor lange machen wollte. So eine Übersicht mit Fachbegriffen, die ich halt im ganzen Uni-Leben quasi mal gebrauchen könnte. Und wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, ein Wort vergesse oder so, dass ich da reingucken kann. Ah ja, das war das und das und das, alles klar. Phil hat gar nichts gemacht. Emre hat einen Smash geraged. Das klingt doch nach spannenden Aufgaben. Hattest du nicht Schule oder so, Phil, oder sonst was? Da oben ist eine Truhe, okay. Na, da wäre Aufstehen, Schule, Smash. Das klingt nach einem sehr erfolgreichen Tag. Mathe, Wirtschaft, Hund, Anmeldung für den Führerschein, Optiker, oh Gott, Hilfe. Bekommen wir Mitte Oktober eine Brille, habe ich auf Discord schon gelesen. Und Döner. War denn der Döner lecker? Ich habe Schule und gearbeitet. Boah, Benny ist der krasse Typ hier wieder. Mit der Extrawurst. So, warte mal, den Kampf. Moment. Ah, doch. Wait. Nee, das ist falsch. Wie genau mache ich das? Nee, hä? Mach einfach mal den Tod. Nicht Tipp. Oh. Ja, ist gut. Ich will anfangen hier machen. Moin, Erik. Jetzt habe ich ja voll viel im Chat verpasst, scheinbar. Bin nicht zur Schule gegangen, weil ich krank... Ah ja, stimmt, hast du ja auf Discord geschrieben, stimmt. Noch immer gute Besserung, Phil. Habe ich ja auf Discord schon geschrieben, aber trotzdem noch immer gute Besserung. Kann man nicht oft genug wünschen. Wie ein... Penny, was? Das verstehe ich gerade nicht. Was du damit meinst, aber okay. Und wie war dein Arbeitstag heute, Benny? Hast du wieder nervige Kunden gehabt oder warst heute mal gechillt? Das interessiert mich natürlich. Münzen da unten werde ich nie daran kommen. Kann ich die Felsen da abschlagen eventuell? Ich glaube, das geht, oder? Um die Löcher hier zu stopfen. Ich glaube, das sieht so aus, als würde es funktionieren. Erstmal Erik anschreiben. Ich konnte heute meine Arbeit erledigen. Das war geil. Nice. Kannst du das wohl sonst nicht, oder was? Ah, guck mal, es geht echt. Ah, und dadurch geht das Ding weiter nach oben. Das ergibt Sinn.
weil der Druck halt auf den Schalter erhöht wird. Schalter vor allem, ihr wisst, was ich meine. Auf den Geysir, was auch immer. Das ist sehr praktisch. So, und hier kann man. Ah, ich dachte, ich kann einfach hochlaufen, aber kann man gar nicht. Interessant. Kam ich einfach runter, weil es gerade zerquetscht. KP Plus, nice. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viele es maximal gibt, aber wir nähern uns wahrscheinlich der maximalen Zahl. So, ja, das, den Text kennen wir schon. Auf den Nintendo-Schalter. Homepage, was genau meinst du jetzt? Ich bin gerade. Habe ich irgendwas gesagt oder? Was genau? So, hier vorbei. Alles klar. Das ist auf jeden Fall gut ausgeschildert hier. Kann man gar nicht verpassen. Ist noch was Geheimes oder so? Ich weiß es nicht. Nur diese Röhre. Okay. Aber hier geht es dann auch noch weiter, oder? Puh, hier ist der Weg ja wirklich ganz schön schmal. Ich möchte da nicht entlang, Mario. Ist mir, wie weit es runter geht. Dann halt nicht. Dann gehen wir durch die Röhre durch. Ach so, Homepage. Oh, Ende ist blockiert. Nice. Moment mal. Hier waren wir doch gerade eben schon. Was für eine merkwürdige Röhre. Wenn meine Äußerung gestattet sein möge, die Röhre ist an ihrem Ende durch irgendwas verstopft. Wobei ich nicht zu sagen wüsste, wo sich jenes Ende wohl befindet. Okay, dann muss ich ja jetzt hier lang, oder? Wow, das macht mir Angst. Warum muss es einem so viel Angst machen? Und Wind gibt's auch noch, nice. Ich übe auf Marvin jetzt Druck aus. Benny, mach das bitte nicht. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich irgendwie voll vergessen. Ja, das Video schaffe ich morgen eh nicht, deswegen. Hat noch ein bisschen Zeit, Benny. Oh, das ist eine angenehme Prise. Das nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Seht ihr, wie weit wir weggepustet wurden? Frischer Wind, schön und gut, aber das geht mir langsam zu weit. Schaut her, schaut her. Diese Kette hier. Ist ja etwa euer beider Aufmerksamkeit entgangen? Was? Ach, oh ja, okay, doch, ich weiß, was meinst, Benny. Die kann nur aus einem ganz bestimmten Grunde hier angebracht sein, zum Festhalten im Winde. Ich wage zu behaupten, dass wir in diese Richtung nur das Ende der Röhre finden werden. Bewegt euch vorsichtig voran und drückt B, sobald ein Lüft sich. Sobald sich ein Lüftchen zu erheben droht. Nur zu, mir, dem weisen Kame, könnt ihr euer vollstes Vertrauen schenken. Dass Mario so schnell wieder gelandet ist, unrealistisch. Haha, hast du es gehört, Mario? Wir können ihm vertrauen, weil er der weise Kamek ist. So ein Glück. Okay. Und du kommst nicht mit, oder was? Ich bin jetzt wie Madeline Galaxy. Erstmal den ganzen Realismus der Spiele in Frage stellen. Gern geschehen. Ich verweile dann trotz meines makellosen Plans hier an der Seite des jungen Herrn. Habt ihr es vernommen, junger Herr? Mario wird sich um die Röhre kümmern. Als Fachmann und so. Ich dachte, Mario ist offiziell kein Klempner mehr. Hat er nicht mal ihr Mutter irgendwas gesagt, Malle? Wir hingegen werden hier verharren und mit unserer beider trauten Gesellschaft Vorlieb nehmen. Okay. Sei vorsichtig, Mario. Du kannst doch das Menü nicht öffnen und ich kann dir nicht zu Hilfe kommen. Nicht, wenn du X drückst. Okay. Das wird spannend. Bisher, kam er kein Wind, wollte er sagen. Und dann kam Wind. Benny WTF, was ist das? Das erinnert mich gerade voll an die eine Stelle aus Zelda Wind Waker, im ersten Dungeon. Weil ich das ja noch vor kurzem bei Erik irgendwann gesehen habe. Da gab es auch so eine Stelle, wo man sich auch an der Wand entlanghangeln musste und. Ah, guck mal, jetzt fehlt hier das Geländer komplett oder was? Geil! Wo man sich dann an der Wand entlanghangeln musste und. Ja, keine Ahnung. Okay. So zum Ende kommen musste. Warum besteht mein Chat schon wieder aus Smiley-Spam? Das hatten wir letztens schon mal in Undertale so. Das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, gerade. Oh Gott, Hilfe. Was ist mit euch? Das ist eine äußerst gute Frage, Erik. Die niemand beantworten kann.
Außer Benny wahrscheinlich selbst und Emre und Malle. So, okay, noch ein bisschen ein Stückchen. Sehr schön. Das freut mich. Komm, das schaffst du. Ja, nice. Okay, ziehen wir es mal ab hier. Sie erinnert mich irgendwie daran, dass man in MKW-Version von Pilz statt mit einem Bike den Shortcut am Ende ohne Pilz nehmen kann. Okay, Homepage, alles klar. Jetzt soll das klappen. Lass uns sofort Kamek sagen. Hey! Kamek! Zaubermeister, so viel Zeit muss sein. Nun seht ihr, auch was die Röhre angeht, so habe ich selbstredend recht behalten. Huch, wenn der König Bowser seiner Verbohrtheit meinen Ideen ähnlich offen gegenüberstünde. Ja, dann wäre Mario wahrscheinlich schon besiegt worden. Aber zum Glück ist Bowser dumm. Guck mal, unten ist die Farbquelle schon. Zum Glück ist Bowser dumm und wird niemals auf Kamek hören. Ich finde geil, wie man nach einem Game Over Mario 60 dann noch mal den ganzen Weg rauf zur Rainbow Road hinlatschen. Das macht Spaß. Ja, das ist echt ziemlich episch Cube. Allgemein, also man merkt dem Spiel halt sein Alter an. Allein, dass man immer aus den Leveln rausgeschmissen wird und so. Emre, Malle, Benny, könnt ihr jetzt mit den Emojis aufhören, bitte? Oder den Smileys, meine ich. Mann, ey. Und wo geht's weiter? Ach, hier wahrscheinlich, oder? Ja, wow. Okay. Da war ich kurz blind. Ja, Benny, aber du hast halt angefangen. Ist das ja die geheime Quelle? Aber es ist so dunkel. Vielleicht ist es so dunkel, damit alles ein Geheimnis bleibt. Oder was meinst du? Keine Ahnung. Okay. Regeln, benimm dich. Ja, genau. Es steht mein Regeln drin. Wie in der Schule. Meine Top 10 Timings. Meine Damen, meine Herren. Meine Damen, meine Herren? Mario, da steht Rede mit uns. Meine Damen, meine Herren. Wer hat das Publikum? Witze, Kniffe, Raterei. Stürz dich rein und sei dabei. Sonst bist du ein Birdo-Ei. Bye. Sei nicht Shy Guy! What the fuck? Was geht jetzt ab? Sie nehmen euch an Sticker Star, die Sniffet Show. Willkommen zum Quiz. Sie werden lachen, weinen und sich nicht mehr wünschen, als im Publikum statt auf der Bühne zu sein. Was geht jetzt ab? Keine Ahnung. Begrüßen Sie mit mir unseren unfassbar talentierten, schlauen und rundum fabulösen Moderator, nämlich mich, Talk Shy Guy. Spannender Name auf jeden Fall. Schicke Fliege, Talk Shy Guy. Und nun zum Kandidaten des Abends. Mario! Meine Damen und Herren, einen gefälligen Applaus für Mario. Bowser Jr., Kamek, Olivia und Mario. Sehen wir doch einmal, welch spektakulärer Preis unseren Kandidaten heute erwartet. Oho, als Gewinn winkt exklusiv der Zutritt zum vielgerühmten Quell der frischen Farbe. Und nun, ohne weitere Umschweife, zur wichtigsten Frage des heutigen Abends. Bist du fit fürs Quiz? Ja, das war ich vor 2 Wochen im Quiz-Stream auch. Habe ich gedacht, und dann ist es sehr krass gescheitert. Heute bin ich hoffentlich bereit dafür. Okay, Kamek, wenn du dich bitte in den Zuschauerbereich begeben würdest. Alles Gute, Mario, wir zählen auf dich. Großartigst, wenn sich die werten Blicke jetzt bitte auf die Anzeigetafel richten würden. Ach du Scheiße. Es gibt 4 Kategorien mit jeweils 3 Fragen. Insgesamt ein Potpourri von 12 nackigen Kopfnüssen. Ringelbild, Schergensprint, such die Ninjas und Rechnerpool. Ach du Scheiße. Ach Gott. Dabei genügt bereits das mickrige Ergebnis von 100 Punkten, um einen Besuch im Quell der frischen Farben zu gewinnen. Alles bereit? Dann startet der Computer gleich die Fragensuche. Kandidat, bitte bereit zum Stoppen. Auf, los geht's los. Jetzt A drücken oder was? Ja, scheinbar. Okay, Stufe 2, 30 Punkte.
sah extrem viel mein Humor aus, dass ich das mit dem McDonalds-Mitarbeiter einfach noch mal das Spiel lustig finde. Das ist wahr, Benny. Der Schergensprint! Hier sind ein scharfes Auge oder zwei, so wie ein gutes Gedächtnis, das A und O. Okay, schau mal, eine Sache, die ich nicht habe. Auf gutes Gelingen! Okay. Oh. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen gucken, wer zuerst ins Ziel kommt oder so. Oder halt die Reihenfolge uns merken. Vier Schergen, ein Sprint. Beobachte das Rennen und merke genau, wer als Wievielter ins Ziel einläuft. Und wetten, dann fliegt gleich irgendwas durchs Bild, was das alles wieder anders machen wird. Okay, Koopa ist vorne. Ninja und Shiger holen auf, okay, oder auch nicht. Okay, Shiger ist vorne. Ninja, Koopa. Ah, oh, nee, das war gar nicht das Ziel, ich bin dumm. Ich dachte, das ist Ziel gewesen. Aber das ist die Meteranzahl. So, okay. Koopa, Ninji, Shy Guy, Goomba. Okay. Koopa, Ninji, Shy Guy, Goomba. Koopa, Ninji, Shy Guy, Goopa. Nee, Quatsch. Koopa, Ninji, Shy Guy, Goomba. So, wir suchen nur den Sprinter, der als Nummer 3 ins Ziel gelaufen ist. Das war Ninji, oder? Koopa, Shy Guy, Ninji, Goomba. So. Beenden. Ja. Koopa. Die Ränge sind gedreht. Ob die Wahl richtig war? Ja, Spot geht an und... Bin ich dumm? Ach, Ninja war zweit? Bin ich bescheuert? Ich hab's nur gesagt. Koopa, Ninja, Shy Guy. Ich bin doch bescheuert, ey. Ich hab das doch noch gesagt. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Warum bin ich so dumm? Es tut mir leid. Ich habe es sogar noch 1000 Mal gesagt. Och Mann, warum bin ich so dumm? Ich glaube, jetzt hassen mich alle. Jetzt die 50-Punkte-Variante. Oh Gott. Vermasse, Dankeschön, Spiel. Oh Gott. Vor allem sofort Stufe. Oh Mann. Das Ringelbild. Jetzt sehen wir visuelles Gedächtnis. Habe ich nicht. Und flinke Ringfinger. Ringfinger. Viel Glück. Okay. Ach du Scheiße. Das soll ich jetzt zusammensetzen, oder was? Präge dieses Bild gut ein. Nach dem Countdown werden wir dieses wunderschöne Stück bis zur Unkenntlichkeit vor uns stalten. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Also... Ich bin halt so komplett tot. Ich weiß nur, dass wir irgendwie da so... Glaube ich... Mir ist schon alles schon mal nicht. Ach du Scheiße, ey. Oh, okay. Wer hätte mir bei der Show für 100% einen perfekten Score bräuchte? Das ist, glaube ich, sogar so, Cube. Das weiß ich schon. Wurde ich gespoilert. Also, dass man das auch... Also, dass man eigentlich alle Minispiele im Spiel zu 100% machen muss. Zumindest, soweit ich das weiß. Weil stimmt's auch gar nicht, aber ich glaube, das ist so. Ach Gott, für deinen sagenhaften Erfolg hältst du 50 Punkte. Nice, yay. Yeah. Insgesamt liegst du damit jetzt bei 50 Punkten. Yay. Yeah. Okay, jetzt bin ich gespannt.
versuche jetzt den Ball daran weiterzuarbeiten, den persönlichen Rekord in Pikmin 1 zu erreichen. Viel Spaß dabei, Phil. Ich habe auch letztens mir gedacht, ich hatte nochmal voll Bock, Pikmin 1 nochmal durchzuspielen. Und, ja, da auch versuchen, einen Rekord aufzustellen. Weil jetzt weiß ich, wie man die meisten Sachen rankommt und weiß so ein bisschen bessere Taktiken und so. Da hätte ich voll Bock drauf eigentlich. Warum macht mein Internet Probleme? Keine Ahnung, Homepage. Das tut mir leid für dich. Such den NGs. Hier wird dein visuell dynamisches Verfolgungspotenzial geprüft. Viel Glück, Kandidat. Geil. Warte. Siehst du einen zufälligen Mix aus Ninjis und anderen Schergen? Wir mischen jetzt das Spielfeld. Merkt ihr, wo Ninjis sind? Ja, das ist ja eigentlich easy. Oh fuck, ich hab aus den Augen verloren. Ich glaube, ich weiß noch, welche beiden es sind. Ich hoffe es zumindest. Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich weiß es, aber ich hab keine Ahnung. Ich glaube, die hier und die hier. Ich hoffe, ich habe recht. Oh Gott, ich habe nicht hingeschaut. Nein! Och man. Ja, da drüben, ernsthaft? Oh. Stell dich so an, dankeschön. Okay, nächstes Spiel. Meine Idee war richtig. Hättest du mal schneller geschrieben, Erik. Gut gemacht, Augen. Und nicht das schon wieder. Wobei, die erste Stufe, die ich vorhin kriegen. Moin, iPod. So, vier Schergen, ja, das kennen wir halt schon. Das, ja. Nochmal. Ich mag die Musik hier bei dem Minispiel irgendwie. So, jetzt süß Shy Guy davon. Okay. Shy Guy, Goomba, Koopa. Nee, Ninji, Koopa. Shy Guy, Goomba, Koopa, Ninji. Nee. Ich hab's ja vergessen, fuck. Wie war's doch mal? Shy Guy, Goomba, okay. Shy Guy, Goomba, Ninji, Koopa. Echt? Hat der echt? Ja, okay, das weiß ich, dass der Shy Guy war, Nummer 1. Das weiß ich ja. So. Ja, ja. Ding dong. Yeah, wir haben 10 Punkte bekommen. Wuhu. Wuppidu. Okay. Jetzt würde ich gerne noch mal ein Minispiel aus der letzten Kategorie sehen, um zu sehen, wie das abläuft. Weil das hatten wir bisher noch nicht. Nächstes Spielchen. Auf los geht's, los! Würde ich voll cool, wenn wir da mal was sehen würden irgendwie. Natürlich nicht. Ach, der Scheiß schon wieder. Ja, okay, einen kann ich mir merken. Komm, einen merke ich mir, das ist ja nichts. Das kriege ich einfach hin, hoffe ich zumindest. War es das schon? Nee. Ja, das ist easy. Ups. So. Ja. Ich muss es teilen, das ist zu... Was ist das schon wieder, Benny? Jetzt muss ich wegen dir da draufklicken. Vorbild Apple. Oh Gott, was zum Teufel? Das sage ich in meinem Stream nicht.
Ey, der Postillon immer, es ist einfach so bescheuert. Was ist eigentlich los mit denen? So, jetzt bitte mal eins aus der letzten Kategorie. Nein, Emre, nichts mit dem Among Us. Och nee. Jetzt muss ich mir bestimmt die Reihenfolge merken, oder? Leute, da schreibt es wieder ins. Ich kann nicht reden. In den Chat, ja? Ach, boy. Also, noch immer andere Gegner dabei. Da ist jetzt ein Sniffet dabei. Der einfach einen anderen abschießt. Das ist ja auch spannend. Das habe ich aber auch, Benny. Koopa geht ab. Okay, Ninji, Shy Guy, Sniffet, Koopa. 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 Ja, okay, alles klar. Genaue Reihenfolge. Also, Ninji. Shy Guy. Ah ne, Quatsch, das geht ja so gar nicht. Das ist ja so schon ordnen. Shy Guy. Sniffet. Ups. Oh. Warte. Ah, jetzt muss ich darauf achten. Boy. Muss ich die noch reinpacken, richtig? So, jetzt meine Güte. Ninji, Shy Guy, Sniffet. Ich guck nochmal. Ninji, Shy Guy, Sniffet, Koopa, ja. Bitte schaff es noch. Oh Mann. Dead, 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 dead. Episch. Gar nicht übel. Jetzt haben wir es geschafft. Yay. Wir blicken auf die Punktetafel. 50 Punkte. Yay. Du bist so krass, du Mensch. Wow. Damit hast du die 100 Punkte geschafft. Eine Meisterleistung. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren dem Gewinner und seinen Freunden. Yay. Party. Mann, ist der gut, Dankeschön. Gleich erhaltet ihr euren Preis, einen exklusiven Besuch im Quell der frischen Farben. Doch zuvor haben wir noch eine klitzekleine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Das alles war nix Quiz, oh nein. Nur die Creme de la Creme unter unseren Kandidaten bekommt diesen Teil der Show überhaupt zu Gesicht, also herzlichen Glückwunsch. Dazu wartet ein Alles-oder-Nichts-Quiz sogar noch eine weitere, nicht minder fabulöser Preis auf den Gewinner. Doch auch an die Kehrseite der Medaille wurde gedacht, denn wenn du verlierst, heißt es gnadenlosen ohne großen Pullover Game Over. War das jetzt. Das war eher Pullover, keine Ahnung. Bitte? Viel zu viel Stress? Keine Lust auf Neuanfang? Tja, auch dafür bieten wir eine Lösung. Falls du lieber auf dem Pfad des Wankelmuts direkt zum Quell der frischen Farbe eilen möchtest, lassen wir die Runde ausfallen. Oh, ich möchte es ja eigentlich machen, aber ich habe jetzt. Oh, ja, komm, wir machen das. Nur um sicherzugehen, dass du mich auch wirklich laut und deutlich verstanden hast, Mario. Wenn du im Alles-oder-Nichts-Quiz verlierst, ist das ganze Spielchen vorbei. Bist du dir. Ja, bin ich, auch wenn ich mich dafür hassen werde am Ende. Die Freude unseres verehrten Publikums wächst ins Unermessliche. Dann beginnen wir jetzt mit dem. Mit dem. Achtung, gleich kommt's. Jetzt aber. Alles oder nichts Quiz! Cube schreibt schon RIP. Dankeschön, Cube. Alles oder nichts Quiz. Was ist das denn jetzt? Also gut, wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir werden dir ein Liedchen vorspielen, das du auf jeden Fall kennst.
Aber hier kommt der Clou. Wir haben einen bestimmten Teil des Liedtextes durch ein Fragezeichen ersetzt. Du musst also zuerst einmal merken, welches Wort denn fehlt. Und dann... Ach du Scheiße. Dirigierst du deinen reizenden Assistentin Olivia zum Knopf mit dem korrekten Buchstaben. Ich habe Angst. Ganz genau, dich! Mario wird dir ein Vaters Pfeilen bahnen, der dich, hoffentlich, zum Knopf des richtigen Wortes führen wird. Doch Vorsicht, drückst du den falschen Knopf, dann geht hier jemand in die Luft, du verstehst. Dann heißt es, Game Over. Das können die doch im Fernsehen nicht zeigen, wie man in die Luft gesprengt wird. Oh je, Mario, ob wir das wohl überstehen? Naja, ich ja schon, ich stecke ja nicht in der Kanone. Aber du? Möge das Spielchen beginnen. Ich wette ein Lied aus dem Spiel. Oh, Musik ab jetzt. Oh nein! Weißt du, da fangen wir mal Tag an Tag. Jetzt müsste man eigentlich in dem Part nachgucken. Fahren zu zweit durch Lust und Verdruss. Bei unserer Fahrt einst. Keine Ahnung. Trag mich durchs Leben, mein Freund. Guter alter Fluss. Mann, Bobby. Ist auf den Bildern. Leite Olivia mit Hilfe der Pfeile zum... Okay. Ja, aber was sind jetzt die... Enden muss? Ja, enden muss macht doch am meisten Sinn, oder? Würde ich jetzt zumindest sagen. Eigentlich schon, oder? Bei mir war es ja eh der Wuchs-Jam. Der Maastricht-Jam. Enden muss. Ich mache das einfach. Ich glaube, das ist... Gänsefuß 100%. Ich mache das jetzt. Und wenn es falsch ist, dann bin ich halt... dumm. Ich drehe den Topf jetzt, Mario. Oh je, hoffentlich kriegst du richtig. Kriegst du richtig. Ja! Oh! Meine Güte! Mein Herz macht das wohl nicht, sowas nicht mit. Herzlichen Glückwunsch, du hast das alles von X-Quest gemeistert. Bumm. Hier ist dein Hauptgewinn. Oh. Alles von X-Kanone. Geil, danke schön. Die wollte ich mal schon haben. Lass dich ruhig beim Öder in unserer Show blicken, dann warten wir garantiert mit einer neuen Überraschung für dich auf. Nun, wollen wir dich auch nicht weiter von deiner Weiterreise abhalten, nämlich der Reise zum Quell der frischen Farbe. Genieß die schillernden Fluten, doch plane nicht länger, als ich es auch täte. Ohohoho! Tschüss! Und Kamek springt nach, geil. Oh boy. Meine Damen und meine Herren, damit wären wir am Ende unserer Show. Einen allerletzten Applaus für Mario, den besten Kandidaten des Abends. Und den einzigen Kandidaten, aber egal. Möge er uns bald wieder beehren. Und bis dahin sollte er nur einer Devise folgen. Nämlich... Witze, Kniffe, Raterei. Stütz dich rein und sei dabei. Sonst bist du ein Birdo-Ei. Bye. Sei nicht scheu, Guy. Die Übersetzer hatten echt Spaß mit dem Spiel. Besuchen Sie Bad Elysium. Geil.